Hallo, was geht ab, Leute? Hunger? Anhand des Titels wisst ihr eh schon, worum es in diesem Video geht. Man glaubt es kaum, das war kein Clickbait. Oder nicht wirklich, aber ich habe echt 4 Miutes geschenkt bekommen. Vom Kollegen Marc Kläuber. Lange Geschichte. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich das erklären soll. Aber er hat mir jetzt, ich weiß nicht, ob es sein Account ist oder ein Account, geschenkt, wo 4 Miutes drauf waren. Man glaubt es kaum. Blende ich hier ein oder wir sehen uns den Account eh gleich noch an. Aber erstmal die Story. Passt eigentlich jetzt mit dem ganzen Mewtwo und EX Trigger Hype ganz gut zusammen. Hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich so leide wegen den Triggern. Das Angebot hat er mir schon früher gemacht. Und ihr wisst, sowas, darauf gehe ich eigentlich nicht ein, interessiert mich eigentlich gar nicht. Und er hört halt leider auf. Hat eine Tochter bekommen, Glückwunsch. Und er meinte dann, er hat keine Zeit mehr zum Spielen und ich könnte den Account vielleicht besser gebrauchen. Ich kann den vielleicht verlosen oder verkaufen oder ein paar Videos drehen. Also mir wird irgendwas einfallen und wir werden auf jeden Fall ein paar Sachen damit machen. Und natürlich habe ich zuerst mal gesagt, nee, passt schon, behalt den und irgendwann, wenn du wieder Zeit und Bock hast, kannst du wieder spielen. Und er meinte, nee, nimm den und so. Und da hat er noch nur zwei Mewtwo's drauf, was halt auch schon richtig krass ist. Und das war noch vor den ganzen Trigger-Sachen und bevor ich den Mewtwo-Hype erlebt habe und so. Dann hat er halt noch eine Einladung bekommen. Da meinte er, ja, den macht er noch und dann gibt er mir den Account. Und dann hat er halt noch eine Einladung bekommen und jetzt waren da auf einmal 4 drauf. Und hat er mir jetzt den Account gegeben, alles abgewickelt. Und ja, jetzt habe ich den Account, 4 Mewtwo's. Mal schauen, was wir genau mit dem machen werden. Also ein paar Videos auf jeden Fall, wo ich ein bisschen mit Mewtwo kämpfen werde und vielleicht ein paar Solo-Raids, wo man, nicht Solo, obwohl Solo auch, ein paar Solo-Raids und dann natürlich auch ein paar Duo-Raids, zum Beispiel Satzenia oder sowas, wo man halt Mewtwo mal testen kann und einfach ein paar Arenen verkloppen und dann mal schauen, wie stark Mewtwo und so ist. Ich denke, das passt gerade ganz gut in den Mewtwo-Hype, aber behalten, ich weiß nicht, wie es mit behalten aussieht, zwecks dem Account. Oder was wir damit machen werden, verlosen, verschenken, verkaufen, also sowas werden wir noch schauen. Auf jeden Fall ein paar Videos erstmal damit und dann schaue ich mal weiter. Auf jeden Fall Shoutout und danke an Marc. Echt schade, dass es aufhört, aber nicht Glückwunsch, oder? Sagt man da Glückwunsch, viel Gesundheit, viel Freude mit deiner Tochter. Alles Gute an euch, an dich und deine Familie. Und den Account schauen wir uns später im Livestream genau an. Da können wir ein bisschen mit dem rumspielen, pushen, verschicken, alle Statistiken, alle Pokémon abchecken und so. Also schaut heute Abend beim Livestream vorbei, dann schauen wir uns den Account genauer an. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die 4 Mewtwo's. So, ich habe sie wahrscheinlich eh schon eingeblendet, so Screenshot, aber jetzt seht ihr, dass alles live ist, dass ich den Account echt habe. So, nicht das Mulnona. Wie gesagt, was genau drauf ist, schauen wir uns später an. Und dann können wir auch entscheiden, was wir genau mit dem machen werden alles. So, da könnt ihr es sehen. Er hat einfach so 4 Mewtwo's. 2 schon relativ hoch gepusht. Der ist noch nicht auf Max. Also der ist erst Level 34, sprich, der kann noch nicht alles auf Max pushen. Aber 4 Mewtwo's. So, kranke Sache. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ist zwar echt cool und ich werde mit dem auch ein paar Sachen machen, aber trotzdem brauche ich immer noch mein eigenes Mewtwo. Was wir mit dem Account machen werden, entscheiden wir noch und einen genaueren Blick werfen wir heute im Livestream rein. Bin echt gespannt. Also ich habe ein bisschen reingeschaut, aber ich will mich selbst auch überraschen lassen live mit euch. Deswegen schaut vorbei. Ansonsten, das war's von mir. 4 Mewtwo's geschenkt bekommen. Shoutout an Marc, danke dir. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.